Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom FM15. Wir spielen heute gegen Gladbach und Leipzig. Und Gladbach, wir wollten schauen in der letzten Folge, ob sie denn noch Raphael haben. Ich hoffe ja inständig nicht und ich sehe hier einen Raphael und er hat schon dreimal genetzt in dieser Saison und zwei Vorlagen gegeben, trotz 32. Oh Gott, ey. Der wird schon wieder fünffach gegen uns treffen, ne? Das ist so typisch wahrscheinlich. Oh, er hat in fünf Europa League gespielt. Ah, da hat Gladbach wahrscheinlich schon die Qualifikation gespielt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie da schon fünf Spieler haben. Alkmaar hat dort. Nein, dort hat er nicht getroffen. Dann hier gegen Sion wahrscheinlich. Ja, einmal und hier einmal und hier einmal. Hier nicht. Asemi haben sie übrigens. Na gut, dann schauen wir mal. Leipzig, unser nächster Gegner, unser übernächster Gegner, spielt jetzt erstmal gegen Hannover und verliert 1-0. Oh, Raphael, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Wir sind natürlich Favorit, weil, ja. Gladbach ist hier leider nicht so stark. Das ist ein bisschen schade. Hier seht ihr mal, also 8 waren sie zuletzt, dann 12, dann 10, dann 6. Das ist leider. Es geht besser. Ist ein bisschen schade eigentlich, weil macht ja Spaß in echt, weil Favre auch ein guter Trainer ist. Aber gut, ich meine, uns soll es nicht stören, haben wir einen Konkurrenten weniger. Habe ich schon aufgestellt oder ist das die Aufstellung vom letzten Mal? Ich glaube, das ist die Aufstellung vom letzten Mal. Gegen Gladbach, was sollten wir denn da am besten spielen? Mal schauen, mal überlegen. Die haben doch immer noch den Paco, glaube ich, als Trainer, ne? Oder war das Stuttgart? Ich glaube, Stuttgart hatte den Paco. Wo ist denn Stuttgart überhaupt? Hier. Die hatten den Paco, genau. Und wen hatte Gladbach? Christian Großsoff spielt in der 4-4-2 bevorzugt er, das ist typisch Gladbach. Ich überlege so ein bisschen, vielleicht ein 4-4-2 mit einem 4-4-2 zu kontern. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Dortmund gewinnt 4-1 gegen Nürnberg. Hoffenheim 3-0 gegen St. Pauli und Köln 0-0 gegen Frankfurt. Bayern gewinnt das Abendspiel gegen Wolfsburg. Das ist so bei Gladbach, dass sich die Stürmer ja ziemlich weit fallen lassen. Das werden sie auch gegen uns wieder machen. Das heißt, wir brauchen eine gute Viererkette. Aber auch ein gutes defensives Mittelfeld. Von daher wäre das 4-3-3 vielleicht besser. Hinten ist es schwer bei Gladbach, da eine gute Struktur rauszusehen. Da werden sie wahrscheinlich so spielen, dass sie da versuchen, so gut wie möglich halt fünf Leute zu haben und die Viererkette auf einer Reihe. Und dann halt den Sechser dort haben, der dann mit eingreifen soll und dann halt das Spiel direkt schnell machen soll auf den anderen Mittelfeldspieler, der den Ball nach vorne dann preschen soll. Traue ich unseren 4-4-2-Jungs zu, das zu schaffen, hinten. Denn darauf kommt's an. Die Defensive muss gegen Gladbach halt gut sein. Traue ich Ihnen das zu? Gladbach hat bisher in der Bundesliga diese Saison 4 Tore gemacht und 6 kassiert. Also sind eher anfällig und machen nicht so viele Tore. Ich meine, wir haben 10 Tore, haben aber auch schon 8 kassiert. Allerdings haben wir auch gegen Bayern schon gespielt. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, 4-3-3 sollten wir schon lassen. Gegen Leipzig sollten wir auf jeden Fall 4-4-2 spielen. Eventuell. Sagen wir nicht auf jeden Fall, aber eventuell. Ich würde eigentlich genau gerne so wieder spielen. Eigentlich ja, machen wir auch. Bin eigentlich ziemlich überzeugt. Wow, was? Schalke, was geht ab? Was habt ihr gemacht? Warum? Schalke, hallo? 4,5. Alter Schalke, ouch. Ouch, au. Alter. Siehst du, fällt mir ein, dass ich noch einen Torschusstrainer einkaufen wollte. Das muss ich mal kurz aufschreiben, sonst vergesse ich das wieder. Dominguez ist ja gesperrt. Benedikt Salas nicht verfügbar. Und Goralski ist ebenfalls nicht verfügbar. Das ist relativ ausgeglichen. Hier ein bisschen mehr für. Ja, doch ein Sieg mehr für Gladbach. Passt. So, wo ist mein Stift? Sagt mir das mal einer. Dankeschön. Da ist er. Ja, Gladbach, wenn sie siegen, können sie natürlich schon nach vorne kommen. Aber wir könnten auf Platz, sagen wir mal, wir gewinnen 2 zu 0. Könnten wir auf Platz 4 hochrücken. Also, mal schauen.
Rafael nur auf der Bank. Das ist schön, dass Gladbach dann doch eher ein defensives 4-4-2 nimmt. Wer ist der Carillo? Guido Carillo macht sein drittes Spiel 8,5 Millionen Marktwert. Haben sich für 2,8 Millionen geholt. Asemi wird auch eh wieder den Brecher da machen. Aber hohe Marktwerte, ne? Dafür, dass es halt Gladbach-Spieler sind, ohne und so weiter. Und eigentlich, ja gut, ist ja eh wurscht. Hahn und Traoré, Weakfoot. Die Außenverteidiger bis noch Fuchs sollten wir machen, aber den Rest nicht. Ich werde auch keinen der ZDMs aufs harte Tackling nehmen. So soll das schon lang eigentlich. Wir schauen mal, ob es funktioniert. Und bloß sich rächen, nachdem Raphael sich da mal wieder bei uns ja, bedient hat. Das war dann nicht so schön. Aber es ist gut, dass er bisher erstmal nur auf der Bank ist. Wir haben nach 2,5 Minuten mal eine Chance. Digi. Oh, ist das ein interessanter Ball. Rafa, er beißt da. Ui. Digi vielleicht nochmal. Schade. Sollen wir immer noch ein Tor? Und wir hatten unsere erste gute Chance. Nochmal geklärt. Das wird jetzt, denke ich mal, gewesen sein. Also für diese Szene. Nicht für das Spiel. Bitte nicht für das Spiel. Torschusstrainer müssen wir dann schauen, wenn wir uns da holen können. Das werde ich offscreen machen, weil da kann ich am besten die Werte und so weiter vergleichen. Und das ist da ein bisschen besser, wenn ich das da mache. Wichtig für einen Torschusstrainer ist, denke ich mal, offensiv natürlich. Dann die normalen Attribute. Erstmal schauen, was Lasogga macht. Schöner Pass auf Rafa. Sehr schön 1-0. Wichtig ist auf jeden Fall, neben den normalen Werten wie Determination und Motivating und was noch. Eigentlich glaube ich nichts weiter. Man muss natürlich schauen, also auf Deutsch natürlich, was ist es? Zielstrebigkeit, glaube ich, Motivationsfähigkeit und eventuell noch die Anpassungsfähigkeit, wenn es halt ein anderer ist. Traoré lang. Ein Konter vielleicht für Arslan. Und dann natürlich müssten es eigentlich für einen Torschusstrainer offensiv und Technik sein. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht so sicher. Maxi weiß ein bisschen weit vorgelegt, kriegt den Ball, aber hier Maxi beißt da und schöne Parade von Sommer. Also für Gladbach schön, für uns nicht schön. Nächste Ecke, wir haben viele Ecken bisher. Die kommt, Alter. Wo war der Ball? Schade. Und Pass lag, das war jetzt nicht so klug. Aber der macht bisher einen guten Eindruck dieses Jahr. Der Tim Passlack. Viele Spiele, viele gute Aktionen bisher gezeigt. Ich meine, er ist ja immer noch erst 17. Es läuft gut, Jungs. Ihr könnt immer noch besser. Wann wird ein Passlack 18? In knapp nee, 2 Monaten. In genau 2 Monaten sogar. Also der Junge pusht da schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Haben wir da einen schönen Regen erwischt. Von Duisburg. Traoré. Gute Flanke, sehr gute Flanke. Jim City. Bitter, sehr, sehr bitter Eigentor. Und das nach 20 Sekunden, wobei nicht mal wahrscheinlich. 13, 14, 15, 16. Ja, nach 16 Sekunden in der zweiten Halbzeit. Bitter. Und die nächste Ecke für uns, Rafa. Die kommt besser. Jim sich die Kanzler dann nicht gut machen. Tar. Nochmal raus. Und Rafa hält noch irgendwie im Spiel. Beister macht er das schon wieder auf dem kurzen Pfosten. Das ist ein Riesenproblem bei ihm, weil er als Inside Forward immer gerne den Abschluss selbst sucht. Und das aus diesem Winkel macht natürlich null Sinn. Er trifft da entweder den Keeper oder das Außennetz oder den Pfosten, wenn er Glück hat. Aber eigentlich fast nie das Tor. Das darf er eigentlich nicht mehr bringen. Und ich kann ihn leider nicht davon abhalten. Weil ich könnte ihn höchstens sagen, schieß nicht mehr, und das wollen wir nun auch nicht. Felix Groß. Oh, wow. Oh, Lasogga, komm, der muss sitzen. Lasogga. Oh, Lasogga, der muss doch sitzen. Scheiße. Wir müssen mal wechseln, damit wir hier in diesem Spiel noch was holen können. Nicolai Müller kommt rein für Maxi Beister.
Und Oschlek werde ich mal auswechseln für Wallenborn, der auch schon ein paar gute Spiele dieses Jahr gemacht hat. Der muss jetzt zeigen, was er drauf hat. Wir müssen ja auf jeden Fall noch gewinnen gegen Gladbach, das wäre so wichtig. Es ist halt auch wieder so bitter, nur durch ein Eigentor dann. Aber wir haben ja noch 23 Minuten. Vielleicht jetzt Rafa, wieder Standard. Der Ball, der kommt nicht ganz so gut. Jim City und Tah, die beiden Innenverteidiger. Da möchte jetzt natürlich eher einen Diekmeier auf rechts haben, aber das ist kein Diekmeier. Da ist Tim Paslak. Jetzt muss er den Ball nochmal in die Mitte bringen, bringt ihn aber per Flanke auf Lasogga, sehr schön. 2-1, sowas will man noch sehen. 10. Saisontor bereits, aber er hat auch halt viermal genetzt, ne, gegen Wilhelmshaven. Aber das war richtig schön gemacht. Paslak mit dem, ich glaube, ersten Assist dieses Jahr. Da hat hier auch gut Mut bewiesen, hat auch schon ruhig geblieben. Anstatt halt mit Hektik irgendwo hinzuspielen, wo es schlecht wäre, hat er kurz gewartet, seine Optionen angeschaut und hat dann auf Paslak gepasst, der dann eine schöne Flanke schlägt. So, wir sind drauf und dran, hier einen Sieg zu holen. 5 Minuten haben wir noch. Das heißt, wir werden nochmal wechseln und werden hinten ein bisschen was machen. Steinmann kommt rein für Arslan. Der ist ein bisschen defensiver als Arslan. Kann ein bisschen defensiver sein. Es kommt ganz auf die Ausrichtung an. Wobei Matti auch sehr gut als Achter in der offensiven Rolle fungieren kann. Vielleicht nochmal Rafa Freistoß. Der kommt. Und das war's. 2-1 gewinnen wir also gegen Gladbach. Gerade noch so 3 Tore gemacht. Leider hat Jim City ein Eigentor gemacht, aber sonst war das gut, Jungs. Kann ich nicht viel gegen sagen. Paslak, du hast mir gefallen, hast gut gespielt, freut mich. Müsste sein erster Assist gewesen sein, ne, dieses Jahr. Ja, das müsste jetzt gleich danach dazu addiert werden. Waren sowas von Spiel bestimmt, aber es ist wirklich dieser Torschuss, der mag uns momentan noch nicht. Mainz gewinnt 1-0 gegen Leverkusen und halt das härtere Ergebnis gegen Schalke. Ui, ui, ui. Duisburg kriegt 100.000 für Paslak. Das nehmen wir, machen wir gerne. Also ich würde sogar noch mal 1 Million für ihn hinlegen. So gut gefällt er mir. Hat ihm momentan schon 1,5 Millionen Marktwert. Das dürfte bald auch weiter nach oben gehen. Wobei ich nicht weiß, wie der Algorithmus für die Marktwerte ist. Fabian Scher möchte mit mir reden, weil er wahrscheinlich wechseln möchte. Okay. Ich bin aktuell so am Überlegen, ob ich ihn abgeben würde, wenn ein gutes Angebot reinkommt. Und ich glaube, ich würde sogar ja sagen, wenn wir dann einen Huch, einen Süle oder so bekommen würden. Aber das mit dem Süle wird auch sehr schwer. Ihr habt es ja gesehen am letzten Tag der Transferphase, wie Hoffenheim einfach mal, was waren es, 83 Millionen wollte, also die Ausstiegsklausel. Sehen sie also als unverkäuflich an. Bremen gegen Stuttgart am Mittwoch 1-1. Ja, Werner hat mal wieder getroffen. Von dem hat man bisher noch nicht so viel gesehen in diesem Jahr. Danach geht es dann gegen Schacht, ja. Wenn wir dort einen Sieg holen, dann sind wir da schon gut dabei. Müller und Rafa im Team der Woche. Müssen wir nicht machen. Ist wurscht. Interessiert keinen. Gladbach gegen Dortmund am Freitag. 2:2. Also Gladbach, da haben sie sich ein bisschen besser gepusht als wir gegen Dortmund, aber auch besser gepusht als im Spiel gegen uns. Ich meine, wir haben das Spiel ja komplett dominiert. So, wir spielen am Samstag. Frankfurt gegen Bayern am Abend. Wo könnte man heute hinrutschen? Naja, die müssen auf jeden Fall ankommen. Dort momentan Erster. Hat aber auch schon gespielt. Also die werden heute wahrscheinlich überholt werden. Schalke ist halt Dritter, ne? Trotz 6 zu 0 am letzten Spieltag. Ist unglaublich. Ich möchte, wie gesagt, heute FIFA 2 spielen. Muss jetzt aber auch ein bisschen gucken, weil ich ja halt auch mit Schacht ja rechnen muss. Wir sind aber mittlerweile so vom Kader her, dass ich da null Probleme hätte, erstens eine gleiche Mannschaft mal so spielen zu lassen, weil die Fitness, die passt aktuell noch. Aber auch, dass ich mal eine B11 antreten lasse, weil damit hätte ich auch null Problem. Föhrenbach und Scher möchte ich heute drin sehen, hinten in der Innenverteidigung. Velkovic nicht, der ist für mich eher der komplette Sechser. Oscelek sollte nicht dran, der hat mir nicht gut gefallen gegen Gladbach. Vorne Müller, der darf seine Chance haben. Embolo natürlich als falsche 9 und Lazoga vorne drinne, der jetzt, schauen wir uns mal kurz an, in 7 Spielen 10 Tore, 2 Vorlagen hat.
Ohne DFB-Pokal sieht das, glaube ich, immer noch gut aus. Ja, in 6 Spielen 6 Tore, eine Vorlage. Und in Champions League kam ja eigentlich nur eine Bundesliga alleinig, also 5 Einsätze, 6 Tore, eine Vorlage. Sehr schön, Lasogga, darfst du heute weitermachen. Wo steht Leipzig aktuell? Momentan auf Platz 10. 4 Plätze unter uns. Diki möchte ich heute trotzdem drin haben. Bayrami muss als Sechster fungieren, weil ich glaube, Leipzig wird uns fordern im Mittelfeld. Links nehmen wir doch schon Rafa, wenn er fit ist. Ja, dürfte genug Fitness haben. Und wer wird unser D-Blind Playmaker heute? D-Blind Playmaker. Wen nehmen wir da? Haben auf jeden Fall genug zur Auswahl. Ich nehme Arslan. Diese Elf soll Leipzig schlagen. Kriegt sie das hin? Eigentlich ja. Eigentlich sollte das schon möglich sein. Ja, doch, natürlich. Ja, doch. Sollte schon gehen. Gut, nochmal schnell für die Bank aufstellen. Mit Maxi und Kohl und Plädel und allen weiteren. Die Jungs dürfen sich ein bisschen ausruhen und dann wollen wir mit dieser Elf gegen Leipzig gut spielen. Bei Leipzig mit Christian Streich übrigens als Trainer fällt keiner aus und sie haben halt Heitinga und Vermaelen, okay. Geliehen von Barcelona, muss man sich jetzt mal kurz vorstellen. Thomas Vermaelen, 31, geht per Laie von Barcelona zu RB Leipzig. Das klingt äußerst interessant. Wen haben sie noch so? Nein. Och, Augo, Schätzchen, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen, doch nicht zu so einem Verein. Schalke war ja schon schlimm. Ich meine, das war schlimm, dass du gegangen bist, aber doch nicht. Oh, Augo. Oh, das kannst du nicht machen. Eieiei. Naja, gut, müssen wir, ne? Müssen wir. Falls sich einige jetzt wundern, warum ich das sage mit Augo, wissen ja nicht alle, dass ich früher mal ein riesen Augo-Fanboy war, als er noch beim HSV war, aber das ist schon, das ist nur traurig irgendwie. Aber gut, Jovic haben sie vorne, das ist der Luka Jovic, Tatsache, Mann, was haben die sich alles gekauft? 2,7 Millionen, an dem war ich doch auch dran, kurzzeitig. Fuck, das ist eigentlich eine gute Elf, Petra kamen sie sogar. Tinga, fuck, Rensing, Rani Kedira. Kieselmann, es ist doch unglaublich. Aha. Die sollten wir auf jeden Fall auf den schwachen Fuß packen. Moritz eher kein Pressing, wenn dann Kajubi. Aber selbst den nicht. Weigel eher Petrak dann als ins harte Tackling. Da müssen wir die aber eigentlich ehrlich gesagt nicht auf den Weakfoot machen, weil in der Zentrale nützen die nicht so viel mit dem Weakfoot. Wolz Jovic. Jovic ist kein großer, aber trotzdem lieber mal in die Manndeckung nehmen. Dann mal los, Jungs. Das letzte Spiel war auch nur ein 1-1, glaube ich, in der Liga. Im Pokal haben wir uns dann besser getan. Spielen im Auswärtstrikot, sehr schön. Ach, oh. Moritz mit der ersten Chance. Wurz, Bayrami dazwischen, alles fair. Moritz nochmal auf Wurz und Weigel. Fürnbach hat es gut. Mal langer Ball auf Embolo und der muss jetzt am besten oben spielen. Schön, Lasogga. Ich hoffe, das war kein Abseits. Das war ganz schön knapp, glaube ich. Das möchte ich aber wirklich gerne nochmal sehen. Das war wirklich knapp. Das war wirklich knapp, glaube ich. Wäre nicht das erste Mal, dass man uns bescheißen würde. Also schauen wir mal. Wir in Blau. Da ist er schon abseits. Ja, doch, doch, da. Alles gut gesehen vom Schiri. Gut gemacht, Herr. Ah, Punkt. Für Assistent. Schade, wäre aber ein guter Konter. Hätte ich nicht gedacht, dass der Ball von Rafa so gut kommt auf Embolo und der dann den Ball schön in den Lauf von da sogar schickt. Leider halt abseits. 19 Minuten um, mal kurz auf Heitinga. Wagner X, Wolfsburg haben sie auch. Jovic, das war nicht gut gemacht für ihn, mach schön dazwischen. Aber da fehlt jetzt leider Rafa, der in die Mitte gezogen ist, was er auch so machen soll.
Schönberami dazwischen auf Arslan und jetzt muss er den Ball schnell auf Embolo bringen. Bringt ihn lieber auf Rafa und das war nicht gut. Arslan nochmal dazwischen. Zurück auf Rafa. Nochmal zurück auf Arslan. Unten bietet sich Diekmeyer an, hat auch ganz schön viel Platz. Vielleicht jetzt mal eine gute Flanke. Nächster Versuch. Bringt ihn jetzt auf Berami. Nochmal in die Mitte, genau. Und jetzt aus der Distanz, aus der Distanz. Legt ihn auf Lasogga und der ist jetzt drin. Und das war jetzt, glaube ich, kein Abseits, weil der Linksverteidiger zu weit, ja, hinten war. Pierre-Michel Lasogga. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Berami, schön gewartet, schöne Übersicht. Und da ist er, da dachte ich, er zieht wieder ab. Aber das war ein schöner Pass. Das war ein richtig schöner Pass. Und Lasogga, er schmettert das Ding einfach unten rechts rein. Sehr gut gemacht, Jungs. 20 Minuten um, wir führen. Wir dürften damit ein bisschen nach oben rücken, aber Leipzig ist gleich wieder dran. Fagner auf Moritz, der viel macht auf dieser rechten Seite. Und viel zu viel Platz hat Scher nochmal lang raus. Moritz dazwischen. Weigel, ja, da ist auf der rechten Seite zu viel Platz. Müssen wir gleich mal ein bisschen was machen. Wenn das hier gut geht. Wenn das denn gut geht. Fagner und Jovic, ja. Wenn man den so frei zum Kopfball kommen lässt, dann ist das natürlich klar, was dabei rauskommt. Das war ziemlich dumm gemacht. Ah. Wallenborn, kein gutes Spiel bisher. Musste halt die linke Seite mehr zumachen, weil von Rafa kann er keine Unterstützung erwarten. Das muss der ZM dann machen, laut Taktik. Diekmeyer hat bisher keine Probleme da mit Kayubi. Es ist halt wirklich nur Wallenborn. Embolo, schöner Pass auf Lasogga. Alter, was hat der für eine Schusskraft? Es ist unglaublich, 2 zu 1 direkt nach dem Führungstreffer. Nach dem Ausgleichstreffer. Der trifft und trifft, ne? Hoffentlich bleibt er verletzungsfrei und kann das so weitermachen. Schön gemacht, Embolo holt sich den nächsten Assist ab. Die beiden harmonieren nach vorne richtig schön, das gefällt mir. Das haben wir gut gemacht mit dem 4-4-2 und gut gescoutet halt, dass es Embolo geworden ist. Diekmeyer Einwurf. Müller. Nicht ganz so gut, aber Dikis Flanke kommt gut. Und Lasogga, oh, hämmert da fast Rensing mit ins Tor. Dieses Mal kann er den Ball aber abwehren. Rafa, der Mann für die Standards. Und Arslan, der muss. Wunderschön, wunderschön. Ich erhebe meine Flasche auf dich. Toll, geil, das war ein schönes Tor. Klasse gemacht. Ja, der kann die Distanzschüsse, das ist unglaublich. Es gibt wenig Spieler im FM, die die Distanzschüsse so gut können wie Arslan, würde ich meinen. Also, wenn man das nicht unbedingt trainieren lässt. Es gibt generell wenig Spieler, die, glaube ich, das Trade haben, also vom Haus aus. Mir würden jetzt auf jeden Fall weniger einfallen. Also, auch so oh, eher nicht so bekannte Spieler. Dass so Leute wie, sagen wir mal, De Rossi das haben, das ist klar. Müller. Oh, locker vorbeigekommen jetzt in die Mitte. Schön auf Lasogga. Das war, glaube ich, kein Abseits, oder? 4-1. Hattrick, ne? Ich glaube, das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Ich bin mir sogar relativ sicher. Müller, sehr schön. Und dann, Alter, was für eine gute Flanke. Aber wie frei Lasogga da hinten auch steht, das darf so nicht passieren. Das ist eine torreiche erste Halbzeit. Vielleicht geht es ja noch weiter. Fagner. Jovic mit dem nächsten Kopfballtor. Jovic 2-4 aus Leipzig Sicht. Was, Jungs, Jovic. Ich sag auch noch Manndeckung, aber nein, sie ignorieren es komplett. Wer hat dieses Mal den Fehler gemacht? Hier ist Jovic. Und es ist schon wieder Wallenborn und. Ach, leider habe ich es nicht genau gesehen, aber ich glaube, es war Föhrenbach. Wallenborn macht das schlechteste Spiel auf unserer Seite. Da muss mehr kommen. Nicht nachlassen, Jungs. Das gleiche werde ich auch noch mal kurz Wallenborn sagen. Scheint heiß zu sein. Sehr schön. Das möchte ich sehen. Denn jetzt soll er richtig gut spielen. Ich möchte ihn nicht unbedingt auswechseln, weil er ist halt ein junger Spieler. Und das würde ihm, glaube ich, nicht so unbedingt gut tun, wenn er halt schon wieder dann erstmal ein bisschen daran nagen muss. Aber wenn es jetzt nochmal sowas gibt, dann muss er natürlich runter. Also, letzte Chance, sagen wir es so. Mal Wallenborn, da ist er gerade.
Na, sogar. Der wird ja nicht von da abziehen. Nee. Legt auf Arslan. Und Berami ganz oben ist schön viel Platz für Diekmeyer, der eine gute Flanke reinschlagen kann. Die kommt sehr gut. Nochmal ablegen bitte. Nein, Araujo dazwischen und Moritz macht das nicht gut. Unten wäre Platz für Rafa. Er macht es lieber nochmal zurück auf Wörenbach. Das ist gut, wenn es sicher ist. Um. Ja, da war Embolo gerade gut zum Anspielen bereit. Genau so. Oh, Embolo. Und Lasogga profitiert vom schlechten Grätschen von, ich glaube, Vermaelen oder Ogo. Beide wurden angezeigt. Und Lasogga macht das nächste Tor in diesem Spiel. Zeig mal her, wer hat jetzt so schlecht gegrätscht? Es war Ogo. Ja. Und das ist natürlich dann eine einfache Sache für Lasogga, wenn Rensing da auch komplett weit weg steht, einfach nur ins Lego-Tor einzuschieben. Das dürfte er können. Sehr schön, 5-2. Lasogga mit einer 9,8. Eine der besten Noten des Jahres, die wir in diesem Safe hatten. Vier Tore. Vier Tore. Wir steigen aktuell auf Platz 4, weil Mainz den Ausgleich kassiert hat. Embolo. Diki kriegt den Ball nochmal. Embolo. Und nochmal gerade noch rausgeschlagen von Wagner. Jovic, da kommt er nicht an Schär vorbei. Khedira wollte es nochmal probieren, aber hat es auch nicht geschafft. Aber Leipzig möchte auch nochmal. Khedira bringt da ordentlich Schwung rein. Aogo, nein, nein, nicht gegen mich treffen. Der darf nicht gegen mich treffen. Das würde mir mein Herz brechen. Nein, so schlimm wird es nicht sein, aber trotzdem. Muss nicht sein, dass wir noch ein Gegentor kassieren. Ich werde mal wechseln und zwar werde ich Vogt reinbringen für Berami, der schon gelb gesehen hat. Da ja jetzt gerade die 8 und die 18 auf der Doppel-6. 20 Minuten haben wir noch. Das Spiel sollte durch sein für uns. Aber ein Tor fällt, glaube ich, sogar noch. Egal auf welcher Seite. Der war jetzt nicht gut. Dann lässt ihn auch einfach ins Aus gehen für den Einwurf. Wallenborn hat sich jetzt gesteigert. Kam nicht mehr so viel über seine Seite. Vielleicht aber jetzt. Moritz und Wagner. Die machen aber auch nicht Alarm für Leipzig da auf der rechten Seite. Jovic. Hörenbach, oh, Herr Wieler, da kommt er doch nicht da. Oh, sehr schön, Adler. Wollte gerade schon meinen, da kommt er noch nicht durch, aber er kam durch. Maxi kommt rein für Rafa, der ein paar gute Standards geschossen hat, aber nichts Großes, nichts Ganzes. Und dann kommt noch Melvin Kohl, also nochmal zwei neue Flügelspieler für die letzten 10 Minuten. Schauen, was jetzt hier noch so passiert. Schär kriegt auf jeden Fall nochmal gelb, aber ich glaube, das war's. No, wobei doch nicht. Kroll nochmal. Der ist schön, der Standard, der ist richtig schön. Oh, Föhrenbach. Schade. Haut das Ding ja leider zu doll drüber. Aber Föhrenbach ist ein guter in der Luft, also viel besser als Kleber in Kopfballduellen. Da wieder nochmal, kommt er dieses Mal wieder vorbei. Rani Khedira und Jovic. Alter, Scher. Ganz schön riskant. Embolo, komm, jetzt vielleicht nochmal ein Konter. Hält den Ball da schön, aber hat leider keine Anspielstation. Und Arslan kommt da nochmal ran. Oben jetzt schnell zu Embolo. Jetzt zu Lasogga oder zu Maxi Beister. Da haut er aber auch ganz schön rauf. Wird wohl auch nichts mehr mit dem Tor, was ich angekündigt habe. Kohl nochmal, die ist nicht gut. Den könnte Schär aber sogar nochmal bekommen und dann in den Rückraum legen. Oder selbst reinflanken.
Goal, Maxi Beister. Schade. Ja, das wird's gewesen sein. Eine Minute Nachspielzeit gibt's noch, aber die ist ja jetzt auch schon gleich angebrochen. Und zwar jetzt. Da wird nichts mehr passieren. Insgesamt wird es eine gute Folge für uns sein. Wenn auch zwei Gegentore kassiert. Also da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Der Jovic war jetzt eigentlich nicht der stärkste Gegenspieler, den man haben kann. Da muss es gegen Chelsea dann anders aussehen. Da müssen wir halt hellwach sein hinten. Aslan, schön dazwischen. Gibt es vielleicht jetzt auch noch einen Angriff? Alla sogar. Ja. Aslan? Nee. Dann wird es das jetzt vielleicht gewesen sein mit den 15 verbleibenden Sekunden. Außer der Pass kommt jetzt vielleicht nochmal von da sogar. Nee, das war's. Ja, Nachspielzeit ist gelaufen. Der Freistoß wird noch ausgeführt. Dann war es das. Aber 5-2 also gegen Leipzig. Sehr schön. Bis auf die zwei Gegentore. Kohl. Aslan. Aslan. Und es fällt sogar wirklich noch ein Tor. Also hatte ich wirklich recht behalten. Tolgay Aslan mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel. 6-2 und schon wieder ein Distanzschuss. Ich wusste es doch, dass da noch ein Tor fällt. Ich wusste es doch einfach. Kohl auf Aslan und der hat zu viel Platz und trifft den Ball perfekt. Touchiert sogar noch den Pfosten. 6-2. Ich wusste es doch. Ich wusste es, ich wusste es. Nun gut, jetzt kann er aber auch wirklich mal abpfeifen. Also 6 Tore gemacht. Damit sind wir ähnlich gut wie Hertha. Und freuen uns hier über wichtige Punkte. Schauen wir mal, wo wir jetzt stehen in der Tabelle. Erstmal sagen wir den Jungs, dass wir sehr, sehr erfreut sind. Aber nur bestimmt, weil Schacht ja wartet. Ich bin sehr erfreut, wie du gespielt hast, Tolgay. Und Lasogga hat sich ebenfalls auch ein extra Lob abgeholt. Ja, war Leipzig aber gut dabei. Wir sind hoch auf Platz 4, sind jetzt 4 Punkte hinter Dortmund. Mal schauen, wie viel es gleich gegen Bayern wären. Weil das ist natürlich unser ärgster Konkurrent um die Meisterschaft. 2-0 gewinnt Schalke gegen Hoffenheim. Leverkusen 2-1 gegen Hertha. Mainz 1-1 gegen Wolfsburg und Nürnberg verliert 0-2 gegen Köln und Bayern gewinnt 4-1 gegen Frankfurt. Gut, das heißt, die sind jetzt wieder oben. Unsere Trainingseinrichtungen wurden jetzt endgültig ausgebaut. Nee, muss er nicht machen. Wenn er, das mache ich gleich offscreen und die Tabelle sieht jetzt so aus. Ich glaube, Stuttgart und Hannover sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Also wir sind 6 Punkte hinter Bayern. Das ist jetzt schon sehr viel. Aber diese 4 Punkte auf Dortmund könnten uns vielleicht auch so einen kleinen Hoffnungsschimmer geben. Haben beide übrigens noch nicht verloren, wir halt schon zweimal. Aber wir machen viele Tore. Leider kassieren wir auch wirklich sehr viele. Wir sind jetzt hier unter den ersten, ja, bis zu den ersten 9 Mannschaften, die mit den meisten Gegentoren mit halt Frankfurt. Dann müssen wir uns noch ein bisschen verbessern. Werden wir tun in den nächsten Folgen hoffentlich. Dann gegen Schachtja und VfB Stuttgart und bis dahin. Tschö!